Werbung. Diese ganz besondere 100. Episode von Steinwurf im Glashaus wird euch präsentiert vom Tegar Filmpalast, dem Hildesheimer Kino. Und wenn ihr denkt, bei Steinwurf im Glashaus ist Kultur zu Hause, ja, aber im Tegar Filmpalast noch viel, viel mehr. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis dort wieder Filme gezeigt werden können, nach dem aktuellen Stand Ende Juni, Anfang Juli. Also seid dabei, folgt dem Tegar Filmpalast auf jeden Fall auf Instagram. Holt euch die neuesten Neuigkeiten und wartet mit uns gespannt drauf, dass es endlich wieder losgeht. Steinwurf im Glashaus. Oh Leute, jetzt sage ich das zum 100. Mal. Ich habe auch echt noch anderes zu tun, wirklich hier. Meine Güte. Kassette schon wieder mein Umdrehen. Oh, Mirko, könntest du vielleicht aufheben? Nee, okay. Dann mache ich selber, alles klar. Was ist denn das für ein komisches Loch da auf dem Boden? Das Leucht. Oh, wow, 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 wow. Okay, wo sind wir hier? Das ist nicht unser Studio. Ist es der Tegar Filmpalast? Na, das kann nicht sein. Da ist es gemütlich und man kann auch tolle Filme schauen. Das hier, das muss ein Podcast von innen sein. Das ist so ein Backend quasi. So sehen Geräusche aus. Wow. Aber was machen wir hier? Ich vermute, wir haben die Matrix geknackt. Jetzt weiß ich nicht genau, was du damit meinst. Ich habe Matrix leider nie gesehen. Na, ich auch nicht. Aber er hatte, glaube ich, Waffen und so, ne? Kann man sich da nicht Sachen wünschen? Ich habe absolut keine Ahnung. Wenn ich mir alles wünschen kann, was es gibt, dann hätte ich gerne eine Erdbeerbude. Moin! Wollt ihr Erdbeeren haben? Ja, gerne. Kann ich die vielleicht mit Sahne haben? Sahne? Mach dich nicht lächerlich. Sahne existiert nicht in der Podcast-Meta-Ebene. Ja, da hat sie recht. Das weiß man aber auch. Oh, Mann. Aber, also alles andere außer Sahne könnte ich mir wünschen? Könnten wir dann in dieser Folge quasi eine dramatische Reise durch Zeit und Raum machen, die lustige Gags beinhaltet, genauso wie unterhaltsame Zwischensequenzen und dabei metaphorisch unsere bisherige Zeit verarbeitet, um den Zuhörern, die von Anfang an dabei sind, mit Anspielungen und Easter Eggs zu überraschen und zu belohnen? Also, das mit den Gags wäre mir neu, aber wir können es versuchen. In einem Loch in Hildesheim, da lebten zwei Medienmenschen. Nicht in einem feuchten, schmutzigen Loch, wo es nach Moder riecht. Wobei, Wolfsburg ist ja nicht so weit weg. Nein, auch nicht in einer trockenen, kahlen Sandgrube. Nein, das Loch, das war ein Podcast-Studio. Guten Morgen. Was meinen Sie? Wünschen Sie mir einen guten Morgen, oder meinen Sie, dass es ein guter Morgen ist, ob ich es will oder nicht? Oder meinen Sie, dass Sie sich heute Morgen gut fühlen? Oder dass es ein Morgen ist, an dem Sie gut sein können? Oder wollen Sie mir vorschlagen, dass wir gemeinsam einen Podcast aufnehmen sollten? Ja, klingt gut. Lass knacken, Brudi, sagte der Medienmensch, und sie beschlossen, gemeinsam auf den Podcast-Zug aufzuspringen, der bereits im Begriff war, den Bahnhof zu verlassen. Welchen Bahnhof, fragt ihr? Den Bahnhof King's Cross, den eine magische Aura des Aufbruchs umgab. Sie stiegen allerdings auf Gleis 7 zu, nicht an 9¾, denn sie waren ja Podcaster, keine Magier. Ja,
Habt ihr alles dabei, liebe Kinder? Ja, Molly. Dann passt auf euch auf und lasst nach 100 Folgen mal von euch hören, ja? Sagte Molly sorgenvoll und fügte leise hinzu. Falls es euch dann noch geben sollte. Im Zug suchten sich die beiden ein leeres Abteil. Trevor, komm her! Warum ist hier eine scheiß Kröte? Zieh ab, du Fischgesicht, wir machen Business hier! Ihr seid keine Magier, oder? Wir sind Magier. Am Mikrofon. Quasi Mikromagier. Was bist du denn für ein Trottel? Ey, kommst du ran? Ich hab ein Abteil gefunden. Hier ist zwar ein Werwolf drin, aber immer noch besser als eine Gruppe Omas mit Piccolo-Fahne. Sie erreichten ihr Abteil und setzten sich auf die viel zu teuren und unbequemen Sitze der Bahn. Ah, endlich Ruhe. Da fuhr die alte Schachtel mit ihrem Frikandelwagen am Abteil vorbei. Guten Tag. Möchten Sie Frikandel, schöne frische Krokettjes, Boffertjes für jedermann, ein paar Tulpen, die Herren? Doch die Jungpodcaster hatten zwar Ideale, Prinzipien und ein bisschen Kreativität, jedoch kein Geld. Ein Zustand, der sich, wie wir jetzt wissen, bis in die Gegenwart durchziehen sollte. Eine Dose Mais für mich, bitte. Eine gute Entscheidung, Mais geht immer. Während sie die Dose verschlangen, weil Mais so unglaublich lecker, praktisch und großartig ist, ging die Tür des Abteils erneut auf. Habt ihr eine Kröte gesehen? Ja, die steht jetzt hier im Abteil. Schlagfertig. Guter Diss. Seid ihr Rapper oder Podcaster? Bald sind wir. Podcaster! Das sehe ich. Als Podcaster muss man heutzutage ein Konzept haben. Steht in jedem Forum. Habt ihr euch da schon was überlegt? Wir wollten so über Medien sprechen. Ja, so Spiele, Serien, Filme und so. Wie überaus innovativ. Euch ist schon klar, dass das keine Nische ist. Eine Marktnische stellt ein Teilsegment eines Gesamtmarktes dar, das sich durch eine begrenzte Zielgruppe auszeichnet. Hä? Ihr seid der Mainstream. Dann haben wir halt eine große Zielgruppe, ist doch nice. Habt ihr überhaupt einen Businessplan aufgestellt? Jeder Kleinunternehmer seit 1997 weiß, dass man erst einen Businessplan aufstellt. Das steht sogar im großen Podcast-Lehrbuch von Cold Mirror. Ja, da steht aber auch drin, dass man regelmäßig Folgen rausbringen muss. Regelmäßigkeit ist die eine Sache, aber die Länge der Folgen ist auch entscheidend. Wenn ihr zu lange dummes Zeug redet, hört euch keiner mehr zu. Hört euch dieses Harry Potter-Segment hier an. Meint ihr nicht, ihr solltet so langsam mal zum nächsten Spot kommen? Kaum hatte Hermine ausgesprochen, entgleiste der Zug. Ob symbolisch oder zufällig, bleibt eurer Fantasie überlassen. Während alle Waggons von der Brücke ins Meer stürzten, landete das Abteil unserer Protagonisten auf einem Boot. Und nicht auf irgendeinem Boot, nein, es war das U-Boot U-96, das gerade an der Oberfläche rumdümpelte. Oh, Mensch, was ein Glück, da wäre die Folge jetzt schon fast vorbei gewesen. Ja, echt toll, ich meine, so kurz nach dem Start schon das Ende, also... Das wäre enttäuschend gewesen. Ganz richtig. Man kann mal untergehen, aber man sollte immer wieder hochkommen. Apropos, das hier ist ein U-Boot. Vielleicht sollten wir mal reingehen. Ich glaube, wir gehen nämlich gleich auf Tauchstation. Entschuldigung? Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen auf der U96 auf der Reise in Richtung Verderben. Fun Fact, es wird später mindestens ein Buch, ein Film und eine Serie geben, die von dieser Schifffahrt erzählen wird. Ja, und jetzt auch einen Podcast. Ach, Steinwurf im Glashaus sind Sie. Ach, na dann ist der Niedergang ja nichts Ungewöhnliches für Sie. Naja, dann anschnallen und los geht's. Bleiben Sie denn hier oben? Also, trinken Sie da nicht? Ich hab Tiefenangst, da unten wird mir nur schwindelig. Ich bleib hier oben. Okay. Die beiden stiegen die Leiter herunter und begegneten aus Budget- und Aufwandsgründen sofort dem Kapitän des U-Boots, ohne bis dahin weitere Abenteuer zu erleben. Moin, Herr Kapitän!
Glück auf, Gäste! Herr Kapitän, fahren wir nach Osten? Wir fahren tief in den Westen! Herr Kapitän, wir sind schon ein bisschen lange auf der Reise und ich hatte auch bisher nur eine halbe Dose Mais zu futtern. Gibt's hier unten irgendwas zu essen? Jawohl! Wir haben Alkohol und Currywurst. Ah, ja, okay. Fettige Wurst und Alkoholismus. Sie kommen aus Sachsen? Sachsen? Nein. Bochum, ich komme aus dir. Bochum, ich hänge an dir. Glück auf. Moment, Sie kommen doch aus Göttingen, oder? Wait, das stimmt. Ich lese es gerade auf Wikipedia. Grönemeyer kommt aus Göttingen und nicht aus Bochum. Das ist jetzt ein bisschen awkward. Lass uns mal lieber wieder an Land gehen, der ist schon ein bisschen creepy. Nein, helfen Sie mir! Ja. Ich habe Flugzeuge in meinem Bauch. Die Podcaster hatten den Tiefpunkt überwunden und machten sich wieder auf den Weg an die Oberfläche. Aufgrund der schlechten Tonqualität während des Tauchgangs ist die Aufnahme dort leider verloren gegangen. Oben konnte sie aber ein Piratenschiff aus dem Wasser fischen. Heraus mit ihnen! Schaut, was wir haben! Wir haben einen dreiköpfigen Affen gefangen! Nee, Moment, das ist ein Podcast-Duo! Hallo, Herr Piratenkapitän Guybrush Threepwood. Sie sind aus dem Spiel Monkey Island, nicht wahr? Ich hab sie zuletzt auf meiner Diskette gesehen. Lüg doch nicht! Du siehst aus wie 15. Du weißt doch nicht mal, was eine Diskette ist. wenn ich einhaken darf. Also wir haben gerade eben etabliert, dass es in dieser Story Wikipedia gibt. Also er könnte es schon wissen. Ist ja gut. Ist ja gut. Was wollt ihr denn eigentlich auf meinem Piratenschiff? Gute Frage. Habt ihr hier zufällig die Portal Gun irgendwo rumliegen? Wir müssten recht dringend weiter. Die Portal Gun? Das ist ein anderes Spiel. Aber Kohärenz und Stringenz war ja eh nie eure Stärke, was? Lass mich überlegen. Doch, ich glaube, ich hab sie. Sie ist dort drüben in der Truhe. Aber erst müsst ihr diese Vortigons besiegen. Mirko, was sind Vortigons? Half-Life. Okay, habe ich nie gespielt. Ey, Guybrush, Diggi. Du hast den zweiten Half-Life-Teil nie gezockt, ne? Die sind jetzt halt auch echt nicht mehr böse, die Vortigons. Die sind jetzt gut. Die sind gut? Deshalb sind das solche Langweiler. Dann musst du jetzt hier einen fünffachen Rückwärtssalto mit Schraube machen. Okay. Easy, Digga. Das ist ein Audioformat, ne? Fuck. Stimmt. Ja, ihr habt gewonnen. Hier ist eure Portal Gun. Und jetzt seht zu, dass ihr Land gewinnt! Die beiden benutzten die Portal Gun und ehe sie sich versahen, saßen sie auf zwei Pferden und ritten durch den Wilden Westen. Dass die Portal Gun so halt überhaupt nicht funktioniert, hatten die beiden anscheinend vergessen. Du sag mal, was genau wollen wir jetzt eigentlich im Wilden Westen? Wo wollen wir genau hin? Das hier ist ähnlich unsinnig wie unser Versuch in Folge 20, den Landtagsabgeordneten und zukünftigen Landrat Hildesheims Bernd Lünack nach seinen Lieblings-US-Präsidenten zu fragen. Wir brauchen doch Geld für unseren Podcast, hast du gesagt. Da kam mir die Idee. Wir überfallen die Bank der Westernstadt Armadillo. Und deswegen redest du jetzt so komisch? Soll das echt ein Cowboy darstellen? Sollte es.
Deshalb zog Johannes cool an seinem Hut und kaute weiter auf einem Zahnstocher herum. Aber wie gesagt, Audioformat. Nichts von dieser Coolness kam beim Hörer an. Armadillo. Armadillo? Liegt das nicht im heutigen Euskirchen? Kein Schimmer, Mann. Ich vertraue auf meine Instinkte. Das würde ich nicht machen. Wieso? Guck mal, da vorne ist die Bank. Sehr hübsches Gebäude. Und nur zwei Wachen an der Tür. Mann, das ist der Teger Filmpalast. Und deine, ach so, angsteinflößenden Wachen sind die Typen, die die Tickets einreißen. Da kriegst du kein Geld zu sehen, aber dafür zugegebenermaßen sehr schöne Filme. Oh. Ja. Oh, an der Bank bist du jetzt schon zweimal vorbeigeritten. Die ist hier rechts. Ich hab nur ausgekundschaftet. Weißt du was? Am besten wartest du hier draußen bei den Pferden, damit wir gleich schnell abhauen können. Jo, bis dann. Der düstere Cowboy mit der kratzenden Stimme schwang sich ungelenk von seinem Gaul und fiel auf den harten Sandboden. Er raffte sich auf, doch er hatte seine Schuhe nicht richtig zugebunden, und so stolperte er erneut. Es war ein bemitleidenswerter Anblick für die Einwohner Armadillos, die sich mittlerweile um das Schauspiel versammelt hatten. Gott, was ist denn mit dem? Also mir wäre das ja peinlich. Guck dir mal den an! Was ist das für ein Eiopai? Mann, hier ist wieder was los. Mama, ist der Mann doof? Ey, ihr Statisten, Schnauze halten! Ab 10 Wörtern müssen wir euch Gage zahlen und auf Stereo-Kopfhörern ist euer Gelaber eh nicht zum Aushalten. Währenddessen schlich unser tapferer Bankräuber unbemerkt in die Westernbank in Armadillo. Er hatte 2 Pistolen und ein Gewehr dabei, leider aber jegliche Munition zu Hause auf dem Frühstückstisch liegen lassen. Das Gebäude war abgesehen von einem Beamten am Schalter leer, dennoch begann der Cowboy zu brüllen. Keiner bewegt sich, alle rücken ins Taster raus! Hey, Sie da! Am Schalter, rücken Sie die Kohle raus! Schönen guten Tag, mein Name ist Frank Schleicher und ich bin heute Ihr Bankberater. Eigentlich wollte ich ja nur... Kohle haben wir hier leider nicht. Zum Köhler müssten Sie einmal raus, dann die Straße runter und nach etwa 300 Metern... Auf der linken Seite sind sie dann da. Hör mal zu, Mann, willst du mich verarschen? Die Zufriedenheit des Kunden ist natürlich unser höchstes Anliegen. Wenn sie unzufrieden sind, bitten wir sie umgehend, uns darüber zu informieren. Ich habe hier das passende Formular für Sie. Einen Moment... Wenn Sie mir das jetzt einmal in zweifacher Form ausfüllen würden, dann würden wir das auch intern umgehend mit einer passenden Evaluation begleiten. Lieben Dank und mit freundlichen Grüßen, Frank Schleicher, Sachbearbeiter der Dorfsparkasse Armadillo. Ei, Cabron, hör mal zu. Sie verstehen nicht. Was ich hier habe, ist eine Pistole. Und ich bedrohe Sie, wenn Sie mir nicht sofort Geld rausgeben. Aber gerne doch, Herr Boy. Dann bräuchte ich einmal Ihren Perso und Ihre Kontonummer, bitte. Haben Sie schon mal über eine Investition in ein Eigenheim nachgedacht? Hör mal zu, Schleicher. Ja. Moment. Was meinen Sie mit einem Eigenheim? Stichwort Altersvorsorge, Herr Boy. Man kann sich auf die Rente heutzutage nicht mehr verlassen. Auf unsere Steine können Sie bauen. Das klingt ja interessant. Wie hoch sind denn da aktuell die Zinsen, wenn ich einen Kredit auf dem Haus aufnehmen wollen würde? Ja, wenn Sie hier mal schauen wollen, wenn Sie sich jetzt für 20 Jahre festlegen, dann kann ich Ihnen folgenden Zinssatz quasi garantieren. Ey! Kollege, wie lange brauchst du denn? Musst du das Geld noch selber drucken oder was? Was ist denn an einem scheiß Überfall so schwierig? Ein Überfall, ja. Ja, sicher. Entschuldigen Sie die Verzögerung. Das hatte ich jetzt irgendwie anders verstanden. Sicher, ich gehe mal kurz nach hinten.
Aber ganz schnell, Kollege, sonst gibt's hier gleich Rabatt. Während Frank Schleicher nach hinten ging, um das Geld aus dem Tresor zu holen, führten unsere beiden Protagonisten sehr unangenehmen Smalltalk. Und, wie ist es? Boah, muss, ne? Bei dir? Auch, ne? Ja. Ja. Den wir euch in vollem Umfang ersparen wollen. Daher springen wir ein paar Minuten vorwärts. So, bitteschön, die Herren. Für jeden von Ihnen $2,400 abgezählt. Ich habe die 7% Raubgebühr direkt abgezogen. Hier schon mal auch Ihr Perso zurück. Dankeschön. Ich habe Ihnen den Flyer auch noch mal eingepackt. Ich bräuchte dann hier noch eine Unterschrift, dass Sie das Geld auch wirklich mitgenommen haben. Man will sich ja absichern, Sie verstehen. Ja, klar. Ja. Doch sie verstanden nicht und schritten von dannen. Als sie aus der Tür der Bank traten, fiel ihnen auf, dass diese elektrisch aufging. Das alte Klapptor aus Holz war verschwunden. Sie schauten sich erstaunt um und erblickten eine mittelgroße Stadt, augenscheinlich in Westdeutschland lokalisiert. Als sie sich erschrocken umdrehten, erkannten sie, dass sie mitten in Euskirchen standen. Sie waren wieder in der Gegenwart angekommen. Doch die Geschichte geht hier erst richtig los. Ja, nach Euskirchen wollte ich ja jetzt nicht unbedingt. Lass uns mal schnell zusehen, dass wir hier wieder wegkommen. Naja, da vorne, da ist gleich die Autobahn. Da können wir versuchen, vielleicht per Anhalter mitzufahren. Ich muss ja aber mal kurz in die Büsche Pipi machen. Ah, da ist ja einer. Hallo. Ja, servus. Oh mein Gott. Herr Scheuer, sind Sie's? Ja, Silly. Was kann ich für euch tun? Oh Gott, ja. Wir müssten spontan nach Rinseln hoch. Können Sie uns da gerade mal mitnehmen? Guter Mann, ich bin nicht nach Rinseln unterwegs, sondern auf meiner Autobahn nach Nürnberg. Da kriege ich einen Preis überreicht. Ja, verdient, was? Dafür fahren Sie jetzt aber in die komplett falsche Richtung, Herr Scheuer. Da sind Sie ganz weit ab vom Schuss. Kann es sein, dass Sie ein bisschen schwer von Begriff sind? Ja, sehr lieb. Ich sag nur, dann Autobahn. Ja, fertig. Aber Herr Scheuer, wo fahren Sie denn hin? Herr Scheuer, so bleiben Sie doch hier. Sorry. Oh, das war dringend. Huh. Habe ich was verpasst? Nö, nicht wirklich. Nur so einen bayerischen Spinner. Die Spinnen, die Bayern, die sind alle verrückt. Außer der Musikpodcast Ciao Kakao. Die sind echt toll, ja? Guck mal, da ist doch wer, der sieht sympathisch aus. Hallo? Oh, Junge, hallo. Guck mal, Goofy, wer da ist. Toll, Mickey. Kommt rein, Freunde, in unser Mickey-Moto Wunderauto. Genau, Mickey. Wo wollt ihr denn hin, Freunde? Nach Entenhausen? Nach Rinseln. Oh, Junge. Dann machen wir uns gleich mal auf den Weg, was? Was ist denn, Donald? Oh, ein Reifen ist kaputt. Danke, Donald. Da brauchen wir wohl die geheimnisvolle Mitmachsache. Oh, Junge. Also, rufen wir alle zusammen. Oh, tu das. Wir haben es uns überlegt, wir jetzt... komm. Wir laufen einfach. Passt schon. Danke. Oh. Wie unnötig, Mickey. Den beiden Blitzbirnen fiel schon nach 2 Minuten Fußweg auf, dass Rinseln tatsächlich das Nachbardorf war und sich ihr Ziel somit die ganze Zeit in Sichtweite befand. Ach, guck mal, da hinten ist schon Rinseln. Dann beginnt hier bestimmt unsere Erfolgsstory, oder? Ich meine, also seit wir in unserem Podcast die Drama-Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast besprechen, die in Rinseln spielt, da sind unsere Zahlen ja wirklich in die Höhe geschossen. Ja, ich weiß nicht, Drama in einem Podcast? Muss man dafür nicht
Fingerspitzengefühl oder auch Talent im Schreiben, Sprechen und Storytelling haben? Das sollten wir lieber den Profis vom Tega Filmpalast in Hildesheim überlassen, denn dort kommt Drama noch richtig zur Geltung. Okay, und warum hast du darüber geguckt, in die Kamera? Vor allem, also hier gibt's keine Kameras, das ist ein Podcast, keine Sitcom. Sitcom sagst du, hm? Steinwurf im Glashaus wird live vor Studiopublikum aufgezeichnet. Wir sind nach einer kurzen Pause zurück. Schatz, warst du heute Morgen im Badezimmer? Nee, wieso? Weil alles unter Wasser steht. Die Badewanne ist verstopft. Schon wieder? War nicht letzte Woche erst der Handwerker da? Naja, da hilft nur noch eins. Ich muss die neue Folge von Steinwurf im Glashaus hören. Das hörst du den ganzen Tag. Nie hörst du mir zu. Ich muss die Zahnpasta zumachen, den Geschirrspüler räumst du nicht auf, das Bett hast du sowieso nicht gemacht. Steinwurf und jeden Tag sieht das Sofa aus, als wenn wir den ganzen Tag gestern... Hallo, hallo. Folge des Podcasts. Endlich Ruhe. Endlich Podcast. Steinwurf im Glashaus. Hilft auch im Alltag. In jeder Situation. Paul! Hast du Bier mitgebracht? Ja, den Sechser. Hast du den schon leer? Ach, du kennst mich, Paul. Aber bei der Scheiße, die 60 hier wieder spielt, kann man ja nur saufen. Schön saufen? Da fällt mir ein. Das wollte ich dir noch zeigen. Hier, hör mal rein. Denn wir wollen euch ein bisschen beglücken mit unseren Stimmen und mit unserer Unterhaltung, mit dem, was wir hier so produzieren. Und deswegen, ja. Oh, das ist geil. Hol mal noch einen Sixer. Steinwurf im Glashaus. Niedersächsisch herb, süffig im Abgang. Stehen bleiben. Gib mir deine Geldbörse oder ich töte dich mit meiner Pistole. Oh Mann, ich habe gar kein Geld bei mir, nur mein Handy. Aber da höre ich gerade diesen unglaublich spannenden Podcast. Hier, hör doch mal. Hallo und willkommen zurück zu Steinwurf im Glashaus, Episode so und so. Boah, das ist ja mega mitreißend. Gibt es die denn schon länger? Ja, die feiern gerade ihre 100. Folge. Krass, da habe ich ja noch richtig viel nachzuholen. Wollen wir das vielleicht zusammen machen? Sehr gerne. Komm mit. Alle 11 Folgen verliebt sich ein Hörer über unseren Podcast. Steinwurf im Glashaus. Geht ins Ohr, bleibt im Herz. Steinwurf im Glashaus wird vor einem Live-Publikum aufgezeichnet. Hallo. Hallo Mirko. Na? So pünktlich warst du ja noch nie. Ah, das ist lustig. Weil's wahr ist. So. Habt ihr über meine Idee nachgedacht? Deine Idee, Löwen in der Garage zu züchten, um sie an den Zoo zu verkaufen? Nee, das musste ich leider verwerfen. Stellt sich raus, ich habe eine Löwenhaarallergie. Das ist lustig, weil es so abwegig ist. Daran erkranken jährlich Millionen Menschen auf der Welt. Das kann wirklich problematisch werden. Auch bzw. gerade im Alter. Das stimmt. Darüber macht man echt keine Witze. Okay, Mirko. Was wolltest du denn jetzt hier? Pass auf. Ich hab mein Kind bei dir vergessen. Dein Kind? Mirko, du warst seit 2 Jahren nicht mehr hier. Oh. Ja, dann wird sich das wohl erledigt haben. Habt ihr hier zufällig einen, lass mich rechnen, drei im Sinn, einen 5-Jährigen hier rumlaufen sehen? Da kommt der her. Ich habe mich gestern erst gefragt,
warum es auf einmal drei sind. Hier, kannst du wieder haben. Ich habe ihn gewaschen, wenn's okay ist. Ist fast wie neu. Das sind Kinder. Also in dem Fall habe ich gar keine. Sorry für den Stress. Ach, Schatz. Hast du wieder versucht, unser drittes Kind loszuwerden, nur weil du mit der Namensgebung nicht einverstanden bist? Du hast es Bruce Chuck Van Damme genannt. Und? Wo ist das Problem? Es ist ein Mädchen. Ja, dann will ich auch gar nicht weiter stören. Wo willst du denn hin? Du, ich wollte mir jetzt noch Mikrofone für meinen neuen Podcast holen. Damit mache ich mich in 0, nicht kann selbstständig. Das kann wirklich jeder Idiot. Mensch, das ist ja dann perfekt für dich. Okay, also Rinseln und Sitcom, das war schon mal eine richtige Scheißidee. Oh ja, lass uns nie wieder darüber sprechen. Oder Comedy versuchen. Das ist einfach im Grunde genommen genau wie Kristall. Ja, ungefähr so. Lass uns Kunst schaffen, lass uns Richtung Kultur gehen. Und wo ist Kultur zu Hause? Ja, na sicherlich in der Kulturhauptstadt 2025. Kulturhauptstadt 2025? War das nicht Chemnitz? Was wollen wir denn da? Nee. Komm mal mit. Ich hab da einen kleinen Twist für dich. Und diesen Twist zu schaffen war nicht schwer. Schließlich waren die beiden Protagonisten wieder zurück in der Matrix. Dort hatte Mirko die Idee. Kulturhauptstadt ja, Chemnitz nein. Wow. Okay, wo sind wir hier gelandet? Das ist schon mal nicht Chemnitz. Aber Chemnitz hat doch gewonnen und ist Kulturhauptstadt geworden. Mein lieber Johannes, das hier, das ist eine bessere Welt. Ein Schlaraffenland, eine Zukunft ohne Korruption. Das, mein lieber Freund, das hier ist Hildesheim. Kulturhauptstadt 2025. Wow. Sind das fliegende Autos? Ja. Und sieh doch, die Obdachlosen, sie tragen Gucci und wohnen in Penthäusern, was sie de facto nicht mehr obdachlos macht. Und dort kommt unser neuer Bürgermeister auf seinem Einhorn angeflogen. Hallo Walfie. Ich sehe betrübt, dass ihr nicht singt und euch freut. Ihr seid doch nicht etwa Hannoveraner. Per Kulturdekret 2023 sind alle Hildesheimer verpflichtet, auf öffentlichem Gelände zu singen. Na los, Bürger, singt und frohlocket! Singen, wuhu! Oh, ich hab's doch gesagt. Folge 100 wird dein Musical. Ich will auch nur singen. Ist das denn schon viel verlangt? Was schön ist zu singen. Ich hab's mir überlegt. Wir canceln das Gesetz doch. Das ist keine gute Idee. Nicht bei euch. Oh. Aber schaut, hier habt ihr Bonbons. Yay! Yeah. Yes! Und so waren alle Hildesheimer glücklich und in Sicherheit. Denn sie mussten sich auf der einen Seite das Gejaule nicht anhören und hatten auf der anderen Seite zuckrige Lutschebonbons. Nur unsere beiden Protagonisten waren noch nicht zufrieden, hatten sie doch inzwischen alles beisammen und wollten mit ihrem Podcast loslegen, doch fanden sie immer noch kein Studio. Niedergeschlagen saßen sie auf dem Bordstein. Aber es war eine schöne Idee, so einen eigenen Podcast zu machen. Ja, schon. Aber wer hätte auch ahnen können, dass man dafür sowas wie ein Studio braucht? Ich?
Ich hab's euch ja gleich gesagt. Ich wusste, dass ihr es nicht hinbekommt. Ja, ich hab's euch auch gesagt, ne? Ich war mir auch sicher. Ist das nicht offensichtlich? Ja, auch der Erzähler hatte es kommen sehen, musste ob seiner Rolle allerdings neutral bleiben. Studios, frische Studios. Wir haben große und kleine Mikrofone mit oder ohne Popschutz. Kaufen Sie unsere Studios. Hey, ihr zwei, ihr seht so niedergeschlagen aus. Braucht ihr etwa ein Studio? Und so kamen die beiden doch noch zu ihrem Podcast. Und der Erzähler dieser Geschichte zum Ende seines Arbeitstages. Wow, das ist ja der Übershit. Hier können wir Kunst machen. Und ich sag dir, Mirko, in 100 Folgen, ne? In 100 Folgen sind wir weltbekannt. Jede Wette, Johannes. Jede Wette. Guter Content setzt sich am Ende immer durch. So oder so. So, da sind wir angekommen, was? Ja, 100 Folgen liegen hinter uns. Es ist erschreckend. Fast 2 Jahre. Tatsächlich fast 2 Jahre. Nicht, dass wir dazu nicht ein eigenes Jubiläum machen würden, aber fast 2 Jahre. Es fühlt sich nicht an wie 100 Folgen. Länger, ne? Schon. 400. Schon. Es ist sehr verbraucht. Wir haben kaum noch Themen. Es ist... Deswegen ganz mussten wir so viele Leute einladen, weil wir nicht mehr so viel sprechen können. Ja, auch weil uns keiner mehr hören will. Also seien wir ehrlich, 100 Folgen. Das wissen viele gar nicht. Wir haben quasi alle Zuhörer eingeladen. Ja. Wenn wir ehrlich sind, ein paar Leute auch dazu geholt, die uns nicht hören. Aber. Oh, viele Danke. Grüße gehen raus. Auch für diese Folge und für die vielen, vielen Folgen davor. Unter anderem an Julia Dietrich, die zum Beispiel unser Logo gezeichnet hat und in dieser Folge Pate gestanden hat für, jetzt muss ich kurz nachdenken, die Sitcom-Frau war sie zum Beispiel und Donald Duck. Also das war fantastisch. Donald Duck ist großartig. Ebenfalls geht natürlich ein riesengroßer Dank raus an Bernd Lünack, der uns hier quasi durch holprige Zeiten in der Anfangsphase begleitet hat, dafür ein ordentliches Verständnis aufgebracht hat und mit dem wir wirklich zum ersten Mal richtig, richtig, richtig stolz auf unseren Podcast und auf das waren, was wir hier machen. Ist ein guter Mann, ist ein guter Mann. Wer auch ein guter Mann ist, ist Jan, Felix Armbrecht, wie du ihn gerne nennst. Ich nenne ihn persönlich Jan und Jan ist ein Musiker und das kann er richtig stark. Und ohne ihn, sind wir ehrlich, hätte der Podcast nicht so geklungen, wie er geklungen hat. Nee, nicht ansatzweise, das stimmt. Sehr viel stumpfer gewesen. Das stimmt. Ganz, ganz großen Dank, der geht auch noch an Harmon Hirbert, der uns hier, der schon mal vorgegriffen hat und uns hier den Bürgermeister gemacht hat. Das ist ein fantastischer Job, der da entstanden ist, ein fantastischer Part. Es hat sehr großen Spaß gemacht. Der Gag daran ist, dass er tatsächlich als Bürgermeister für Hildesheim kandidiert. Und auch höchstwahrscheinlich, ich denke, das können wir jetzt schon fast spoilern, gewinnen wird. Ja, ich glaube, es steht doch schon fest, oder? Ja, da gehen wir von aus. Ja. Mit dabei ist natürlich auch Arndt Schmöhle, der legendäre Mann mit der legendären Stimme, der seit 100 Folgen Steinwurf im Glashaus sagt. Steinwurf im Glashaus. Versprochen, ab nächsten Mal werden wir es uns abspeichern. Das ist uns ein bisschen unangenehm, das wussten wir vorher nicht. Wir haben immer wieder angerufen. Uns gewundert, warum jedes Mal wieder, jede Woche neu da irgendwie ein neues File im E-Mail-Postfach lag. Das ist ganz komisch. Naja. Ja, vielen Dank auch natürlich an Aschi, die uns auch wirklich seit Anfang an begleitet, sogar noch davor. Die Zeiten kennt, in denen wir noch am Rätseln waren, wie genau das Ganze hier aussehen soll und die uns hier die wunderbare Molly Weasley eingesprochen hat. Das stimmt. Und dann Eli, die immer bei Aschi ist. Aschi und Eli, tolle Menschen, hören uns auch seit Beginn an. Ach, wunderbar. Ich mag Menschen, die uns von Beginn an hören. Das sind mir die sympathischsten Menschen. Im Allgemeinen, Menschen, die diesen Podcast hören, sind mir sehr sympathisch. Julia Wiesenmüller war auch dabei. Die uns in Folge 40, glaube ich, als zweite Gästin, ich glaube als erste Frau, die jemals eine größere Rolle in diesem Podcast hatte, oder? Ab da sind wir diverser geworden, kann man sagen. Ist erschreckend, dass wir so lange gebraucht haben, aber ich sag mal... Wir waren halt alleine. Also ja, es ist schwierig. Alleine unter vielen. Kai war auch dabei in dieser Folge.
unter anderem der Studiosprecher der Sitcom-Reihe. Und ich glaube, ein Typ im Stadion. Genau, ein Typ im Stadion. Das kann er gut. Natürlich, aufmerksame Zuhörer des Podcasts werden Sie natürlich auch kennen. Vielen Dank an Melli, die hier unter anderem die Hamburger Erdbeerstandverkäuferin gemimt hat. Was witzig ist, wunderbar. Sie ist Hamburgerin, aber nichts kann sie weniger als ein Hamburger Dialekt. Das möchte ich nochmal kurz erwähnt haben. Ja, ich möchte allerdings auch erwähnen, dass ich der gebürtig aus Schleswig-Holstein komme. Ich finde nicht so schlimm, so unansehnlich oder unanhörlich wie einen übertriebenen Hamburger Dialekt, wenn das ja für gewöhnlich recht reservierte Menschen sind. Daher muss ich sagen, Hut ab, hast du sehr gut gemacht. Ich habe da überhaupt nicht gecringed, ich fand das sehr schön. Ich habe es auch sehr geliebt. Und was wir natürlich beide geliebt haben, was alle geliebt haben, wir haben uns gedacht, wie können wir die Kirsche auf die Sahnetorte setzen, das Zuckerstück in den Kaffee oder, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe mich verrannt ein bisschen. Wir haben wahrscheinlich eine der profiliertesten und talentiertesten Schauspielerinnen Norddeutschlands an unserer Seite geholt, Inga Krischke, unsere phänomenale Gästin aus Folge 70? Ich glaube 70. Hört unbedingt rein, das ist wirklich... Ein Meisterwerk. Sehr schön. Was sie auch hier abgeliefert hat, denn wir haben gedacht, okay, wenn wir diese Frau bei uns haben, wie können wir sie besetzen? Richtig, wir geben ihr den Frosch, der nichts anderes sagt als Quark, Quark. Und auch da hat sie einfach delivered. Ja. Es ist also die mit Abstand beste Rolle in dieser Folge. Das ist, ich meine, Oscar gibt es ja nicht für Podcasts, das ist ja nur Audio, deswegen würde ich sagen, da gibt es eigentlich ganz klar den Frosch-Grammy. Also unbestimmt. Den Frammy. Fra-Grammy. Ja, schwierig. Und der letzte Dank geht natürlich an euch alle. Alle, alle. Selbst wenn das die erste Folge ist, die ihr gehört habt, erstmal mein Beileid. Tut mir leid, sorry. Das konnten wir auch nicht absehen hier. Wird wieder besser? Nee. Danke, dass ihr uns hört. Danke, dass ihr uns supportet. Vielleicht auch folgt auf Instagram, auch wenn es jetzt ab jetzt gerade erst ist. Das wäre auch okay. Danke für das hier und da mal regelmäßige Feedback. Das macht immer sehr viel großen Spaß, mit euch zwischendurch zu schreiben, auszutauschen, Themen zu besprechen. Ich denke, da werden noch einige Folgen kommen und einige, keine Ahnung, wie sagt man, neue Themenbereiche, die wir aufdecken, wie bei einem Memory-Spiel. Okay. Und vieles kannst du schnell wieder zudecken. Machen es doppelt. Ja, sagen dann gut. Es war keine gute Metapher. Es war keine gute Metapher. Das ist schön. Ich nehme es ja zurück. Nee, es war und ist uns ein Fest und ein Vergnügen zugleich. Und wir freuen uns auf das, was die Zukunft uns bringt. Genau. Abschließend natürlich auch nochmal einen Dank an den Tegar Filmpalast, der uns hier tatsächlich unterstützt hat. Ohne diese Unterstützung wäre die Folge tatsächlich nicht so opulent ausgefallen, wie sie es jetzt ist. Dafür auch nochmal Riesendank. Da wird mit Sicherheit auch einiges noch in Zukunft folgen. Damit verabschieden wir uns und wünschen euch einen schönen Tag auf die nächsten 100 Folgen. Werbung. Und um 100 weitere Folgen produzieren zu können und ganz besonders solche speziellen wie diese hier, ist es wichtig, einen guten Partner an der Seite zu haben. Deswegen danken wir zum Ende nochmal dem Tegar Filmpalast, dem Hildesheimer Kino, der das hier alles aufwands- und kostentechnisch möglich gemacht hat, diese doch größere Produktion. Und wir alle können nur hoffen, wünschen und darauf hinfiebern, dass das Kino dann in 1-2 Monaten endlich wieder aufmachen kann und wir alle Filme auf der großen Leinwand genießen dürfen im Tegar Filmpalast. Steinwurf im Glashaus. So, ehrlich, also das war jetzt das letzte Mal. Entweder ihr speichert euch das jetzt mal ab oder ihr müsst euch mal jemand anders dafür suchen. Echt, das ist ja nicht zu glauben.